bringen. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt jeden Monat bei so einem Studio, was vielleicht im Schnitt 50 Mitgliedschaften pro Monat, pro Jahr schreibt, dass da jetzt irgendwie auf einmal 20 Mitgliedschaften mehr pro Monat kommen. Aber jede einzelne, die vielleicht einen Durchschnittsumsatz, ja, irgendwo zwischen 400 und 600 Euro Jahresvolumen mitbringt, ist doch bares Geld dafür, dass du in der Software 3 Knopfdrücke machen musst und ja, Mitglieder anderen Leuten einen Empfehlungscode schicken, mit dem sie sich einfach anmelden können. Herzlich willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Tim und Alex, sind die Gründer von Trinity und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Hallo Tim. Hallo Alexander. Heute mal wieder gesagt. Ja, du hast Alexander gesagt. Ja. Oh, ja. Du hast Alexander gesagt. Ja, oh, ja, aber das sage ich ja nur, wenn ich schlecht drauf bin, haben wir letztens bist festgestellt. Bist du schlecht drauf? Aber diesmal liegt es gar nicht da. Ich bin sehr aufgeregt, weil es für mich eine Folge heute ist, auf die ich mich schon sehr lange freue. Nicht und, nur du. Ja. Du auch? Viele unserer Zuhörer haben schon, und das meine ich wirklich ernst, haben schon gesagt, ey, wie sieht's denn aus? Könnt ihr denn einen von denen irgendwie in euer Podcast bekommen. So, das war schon häufiger der Tonus tatsächlich. Und wir werden auch, bin schon gerade dran, da werden auf jeden Fall noch ein paar andere Leute auch demnächst kommen. Aber ich freue mich extrem auch über den heutigen Gast, weil es auch verdammt lange gedauert hat, bis wir das auch heute hinbekommen haben. Und um direkt mal abzukürzen, hallo Martin, herzlich willkommen, Martin von Magic Line. Hi, grüßt euch. Hallo. Schön, dass du da bist. Nochmal bitte. Es freut mich. Geht mir genauso. Ja. Vielen Dank. Ja, uns auch. Und wir haben uns heute ein bisschen was vorgenommen tatsächlich. Wir wollen prinzipiell natürlich im Kern über die Magic Line auch ein bisschen so, was alles kommt, was alles passiert ist etc. sprechen. Aber viel wichtiger bist jetzt erstmal du. Denn was muss man wissen, um dich zu kennen, Martin? Ja, was muss man wissen, um mich zu kennen? Gute Frage. Also ich glaube, privat bin ich Vater von 2 kleinen Mädels, die einen auch gut auf Trab halten. Beruflich kann man sagen, dass ich ein Kind der Branche bin, habe in dem Bereich studiert, habe selber auch unterschiedlichste Stationen, wie viele von uns irgendwie durchlaufen, vom Studioleiter über Verantwortlichkeiten für mehrere Clubs und bin dann, wo wir ja heute auch drüber sprechen wollen, 2016 zur Magic Line gekommen. Das heißt krass. Also, okay. Das sind ja auch schon 8 Jahre, ne? Richtig, in unserem Firmenkonstrukt in der Tat bin ich auch einer der älteren Kollegen und kann deshalb heute hoffentlich auch Rede und Antwort stehen. Ja, vielleicht noch kurz, was ich bei der Magic Line gemacht habe. In 8 Jahren passiert ja so einiges. Ich war ursprünglich mal gestartet als Projektmanager und das Projekt, was mich direkt gegriffen hat 2016, war, dass ich beauftragt wurde, dass wir irgendwie schauen, wie wir damals die Kunden von der alten Magic Line, der sogenannten Magic Line 1.0, auf die Magic Line 2.0 bringen. Die Zauberer Magic Line. Da durften dann entsprechende Prozesse gebaut werden. Natürlich das Thema Datenmigration ist natürlich ein sehr bewegendes Thema für viele Betreiber an der Stelle. Da haben wir natürlich unterschiedlichste Schleifen gebaut, Prozesse gebaut, ein Team, ganz, ganz tolles Team damals aufgebaut. Ja, und das durfte ich alles begleiten. Und da ging dann schon auch ein paar Jahre ins Land. Später so in dem Bereich 2019, als immer mehr auch größere Kunden zu uns kamen, bin ich ein bisschen mehr in das Segment gerutscht, habe dann dort mit unterstützt und hatte dann in der Tat zwischen 2020 und 2022 einen kurzen Break, wo ich nicht bei der Magic Line war, deshalb habe ich kurz was anderes gemacht. Ja, für einen anderen Arbeitgeber gearbeitet. Gründe lagen eher privater Natur. Ich wohne in Berlin, deshalb bin ich auch im Homeoffice hier heute und wir sitzen ja in Hamburg. Und wie schon gesagt, als dann die beiden kleinen Kiddies dann dazu kamen, war eben so eine Pendelei nicht mehr so die allerbeste Lösung. Und die Remote-Welt, in der wir jetzt heute unterwegs sind, war dann doch nicht mehr
ja, war da noch nicht so ganz aktuell. Dann kam Corona, da hat sich bei uns in der Arbeitsweise viel geändert und ich hatte immer tollen Kontakt zu den alten Kollegen, bin da gut vernetzt und ja, so bin ich 2022 auch wieder zurückgekommen. Diesmal in der Funktion des Product Consultants und als Product Consultant bin ich jetzt aktuell eigentlich ja so in einer Schnittstellenfunktion zwischen unserem Produktteam und der Kundenseite. Das heißt also, ich versuche viel Input weiterzugeben. Ich bin auch so ein bisschen der Erklärbär für unsere Company. Also wenn wir monatlich unsere Releases, also Neuheiten, die in die Software wandern, rausbringen, dann bin ich meistens der, der die vorstellt in Webinaren. Und auch eine Sache, die ich als Product Consultant mache, ist, dass ich unter anderem unser Partnernetzwerk im Bereich der Partner mit Beratungsleistungen sozusagen unterstütze und supporte. Und so sind wir ja auch aneinander gekommen, weil wir eben auch unterschiedliche zertifizierte Magic Line Experts haben, die die Studios dabei unterstützen, mehr aus der Software rauszuholen, zu schauen, wo Potenziale liegen. Und rede ich viel mit Betreibern, mit Beratern, mit unserem Produktteam, versuche die Entwicklung ein bisschen positiv zu beeinflussen. Ja, und das ist auf jeden Fall eine coole Stelle, macht extrem viel Spaß und bin da gut angekommen bei uns. Mega. Meine allererster Berührungspunkt war tatsächlich noch mit der alten Magic Line. Da war ich noch selbstständig unterwegs, als schon ein bisschen spezialisiert für Vorverkäufe. Da habe ich so deutschlandweit Vorverkäufe quasi organisiert. Ne? Man hat mich quasi beauftragt, hey, pass auf, irgendwie hier dort und dort ist, eröffnen wir ein Studio in Köln. Da kommt ein Vorverkauf, mach das mal. Und da habe ich von Promotion bis zu dem Verkauf und allem Pipapo alles organisiert. Und ich weiß noch, dass ich bei einem Studio in Eschborn einen Vorverkauf gemacht hatte. Das war damals so eine Reha-Praxis, Studio mit Reha kombiniert. Und die hatten die alte Magic Line. Das kann man ja wirklich sagen. Ich meine, ihr habt ja nicht bewusst, als die Investoren und auch alle, das neue Team und alles kam, die Magic Line alte mal gepackt und wortwörtlich in den Mülleimer geschmissen. Das wurde sehr, sehr häufig bei dem neuen Team dann damals gesagt. Das gibt ja gewisse Gründe, weil die war halt so, und das muss man sagen, was State of the Art trotzdem damals für Fitness-Software war. Und zwar ein Backend mit Windows 98 gefühlt. So sahen halt wirklich die meisten Softwares im Endeffekt aus, ne? Und dann hatte ich lange nichts mehr damit zu tun, bis ich dann bei 7-Eleven war und irgendwann der liebe Sven bei uns geklopft hat. So, der Sven damals mit seinem Trolley da deutschlandweit unterwegs, von Bahn zu Bahn, ne? Der hat mehr Kilometer drauf als die Rolling Stones, glaube ich, und wird mittlerweile auch genauso gefeiert. So. Auf jeden Fall kam er dann damals zu uns und so, ey, Magic Line und so, ist jetzt irgendwie alles anders? Und du weißt ja selbst, wie das ist, Martin, wenn irgendeiner sagt, ja, jetzt ist alles anders, vor allem im Bereich Software, denkst du dir, ja, genau, alles ist anders. So, man muss aber sagen, das war damals wirklich alles anders. Ne? Also alleine das Thema Cloud war wirklich, muss man sagen, damals revolutionär in der Branche. Das ist ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen auch in Anbetracht dessen, wo ihr heute seid, natürlich auch eine gewisse Sache, die auch einen gewissen Erfolgsfaktor mit sich gebracht hat. Nur um die Leute mal abzuholen, was waren so die krassesten Veränderungen, die die Magic Line in der ersten Version zu dem, was danach war, was war so die krasseste Veränderung, die euch im Endeffekt ja auch dahin geführt hat, wo ihr heute seid? Ja, also ich glaube, die Eindrücke, die du schilderst, die passen, glaube ich, ganz gut zu der Geschichte. Also wenn man da jetzt nochmal so ein bisschen in den Anfängen guckt, so war die Magic Line ja wirklich 1988 gegründet, also wirklich schon sehr, sehr lange. 1988 gegründet in Eckernförde. Da warst du noch nicht mal auf der Welt hier, Herr Da war ich noch nicht mal geboren. In der Tat war ich da auch noch nicht auf der Welt und hat sich dann, wie du sie beschrieben hast, natürlich entwickelt über die Zeit. Und so 2012 wurde sie dann schon das erste Mal verkauft. Und da war es
da wollte man aber das alte System eigentlich fortführen, hatte so Ideen, wie man da vielleicht gewisse Produkte ranbauen kann, die natürlich alle lokal waren und die Infrastruktur war dann eben schon so, dass man eigentlich moderne Software, wie du schon gesagt hast, man muss 10-12 Jahre zurückdenken, so einfach nicht ausgesehen hat. Und dann wurde Daniel Hanelt damals dort noch als externer Dienstleister beauftragt und so ist Daniel damals eigentlich zur Magic Line gekommen. Ah, spannend, ja. Ja, genau. Ja. Und hat dann in 2014 auch im Rahmen der Absprache mit den Gesellschaften gesagt, also das geht, also wir können da jetzt nicht mehr so zusammenbauen. Wir müssen, wie du es gerade so schön gesagt hast, das jetzt einmal in die Tonne werfen und wirklich neu bauen. Und das müssen wir auf einer State of die Art Technologie machen und das war eben in 2014 auch schon die Cloud. Auch damals gab es schon, ich glaube, erste Kommunikationsplattform. Ich weiß gar nicht, ob WhatsApp 2014 schon aktiv war, aber ja, klar. Cloud war schon. Ja. Cloud war schon, Facebook war, glaube ich, noch groß. Ich glaube, Insta war es noch nicht. aber Insta kam da gerade so. Das war schon so die Zeit, wo Insta ein bisschen größer war. Aber es war schon so, dass Cloud-Dienste schon nicht mehr in der normalen Geschäftswelt irgendwie jetzt keine Neuheit waren und auch im IT-Bereich eben das Maß sozusagen die Technologie waren, auf die man eben gehen wollte, wenn man zukunftsgerichtet Software baut. Und dann hat man eben viel gebaut und 2 Jahre lang ungefähr und dann hatte man 2016 so den ersten Entwurf und was man, glaube ich, grundsätzlich sagen kann, ist, was wir auch gemerkt haben, ist, wenn du Technologie wirklich beeinflussen willst, brauchst du eine gewisse Größe dafür. Also es ist unheimlich schwer, so das, was wir da jetzt haben, eben so eine IT-Plattform, die wirklich alle deine Geschäftsprozesse administriert, die offene Schnittstellen bietet, das eben mit einem kleinen Team irgendwie zu machen. Das ist unheimlich schwierig, wahrscheinlich nicht umsetzbar. Und deshalb braucht es einfach eine gewisse Größe. Die haben wir uns so sukzessive erarbeitet, aber immer auf der Basis eben dieser Technologie, die wir von Anfang an getrieben haben. Und wir haben dann auch 2 Jahre, glaube ich, zwischen 2016 und 2018 schon auch viel gelernt. Denn wir sind anders als viele Unternehmer nicht als klassische Fitness-Enthusiasten oder Fitness-Leute eben in diesen Bereich rein und haben gesagt, Mensch, wir verstehen die Branche, wir bauen mal eine Lösung. Wir sind eher eben als Technologieunternehmen angetreten und dachten, wir bauen mal was für die Branche. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch so ein bisschen die Anforderungen der Branche unterschätzt haben am Anfang und haben dann in diesen 2 Jahren wirklich, wirklich gut gelernt und hatten dann eben 2018. Und ich glaube, das wird so das Zeitfenster gewesen sein, wo du jetzt beschrieben hast, wo ihr mit 7-Eleven mit uns Kontakt hattet. Aber das war sogar schon ein bisschen früher. Dann im Endeffekt auch das war tatsächlich ein bisschen früher sogar. Ja, vielleicht die Gespräche schon gut. Ja, aber ich glaube, 18 war, da ging es dann so um die Umsetzung. Ich habe das so von der Bande her begleitet. Und dann halt auch mit größeren Kunden, wie im 7-Eleven als einer auch der ersten größeren, sind natürlich auch die professionellen Anforderungen gewachsen. Also professionell meine ich viel auch so im Buchhaltungsbereich und so essentiellen Geschäftsbereich. Natürlich auch das ganze Thema Mehrstudioverwaltung nochmal auf einem ganz anderen Level denkend. Was es da alles braucht, unterschiedliche Markenkonzepte über Studios mit Cross-Check-In, mit Cross-Verkäufen, all diese ganzen Thematiken. Ja, und so sind wir, glaube ich, sukzessive gewachsen, eben auch mit unseren Kunden und sind dann, glaube ich, 2019 war dann so der Peak, wo wir dann relativ zeitnah die großen Unterschriften mit der ASG Group zum einen und dem CleverFit Franchise zum anderen hatten, wo es dann wirklich war, okay, jetzt geht's wirklich, jetzt skaliert das stark und das basiert aus meiner Sicht bis heute halt immer auf dieser technologischen Plattform, die wir halt schon 2014 als Grundstein gelegt haben, wo auch viele andere oder auch Wettbewerber halt immer auch gegen gestichelt haben. Die Cloud, das ist unsicher. Ja. Wenn dein Studio kein Internet hat, denk mal, dann geht nicht. Ja. Keiner kommt rein. Ja, aber das waren damals genau die Argumente. Das war total, es war auch echt spannend zu sehen, weil ich war ja damals noch
das war ganz gegen Ende, wo ich noch bei 7-Eleven war, ging es dann auch, ne, um euch und oder um andere, die im Endeffekt genau diese Argumente immer wieder wirklich gebetsmühlenartig wiederholt haben. Was ist, wenn das Internet ausfällt? Dann Thema Sicherheit. Was ist, wenn das gehackt wird? Oder also ständig solche, im Endeffekt so deutsche Panikmache, wo man wirklich sagen muss, ich sag mal, jemand, der sich mit IT auskennt und ich weiß auch, mit welchen Technologien ihr im Hintergrund arbeitet, ich sag mal so, bevor das Netzwerk gehackt wird, mit dem ihr arbeitet, haben wir auf der Welt ganz andere Probleme. Also ich sag mal, wenn dann die Magic Line ausfällt, ist das wirklich das kleinste Problem, was wir auf der ganzen Welt haben. Ja? Aber das weiß ja so ein normaler Laie nicht. Ja? Der sieht nur, okay, ja, stimmt, da diese bösen Hackerangriffe, von denen man immer hört. Ja. Und ich fand es damals schon echt mutig und auch echt progressiv, dass sie einfach gesagt hat, weißt du was, ja, klar, das ist die Kritik, der wir uns irgendwie aussetzen müssen und das wird vielleicht auch sogar den einen oder anderen Auftrag gekostet haben von Leuten, die gesagt haben, ja, aber das ist dann genau der Grund, warum ich hier lokal was machen möchte. Im Nachhinein wissen wir, es hat sich ausgezahlt, aber ich finde es cool, dass ihr schon damals gesagt habt, so hey, ja, es ist vielleicht jetzt gerade Status Quo noch nicht so angekommen, ne, wie jetzt heute, weil heute ist es überhaupt keine Frage mehr. Aber wir wissen um die Vorteile, wir wissen, wo wir hinwollen und wir haben dieses Ziel vor Augen und das habt ihr geschafft, also das habt ihr wirklich durchgeboxt und letztendlich muss man ja auch sagen, seid ihr aller Kritik erhaben, was diese Plattform, auf der das Ganze basiert, jetzt mittlerweile angeht, weil wer heute nicht mehr auf Cloud setzt, der braucht gar nicht so anfangen, irgendwas zu bauen, muss man auch ganz klar sagen. Martin, bevor du darauf gleich eingehst, möchte ich nochmal für euch beide mal so einen kleinen Gedankenexperiment oder so einen kleinen Exkurs mal vornehmen. Was mich damals so richtig begeistert hat an der Magic Line und ich habe, korrigiert mich, im Endeffekt ist eine App oder eine Software oder sonst irgendwas, die einzige Währung sind die aktiven Nutzer. So, das ist so die Währung einer Software beziehungsweise einer App. Vor allem in der App ist es so, ja. Und das, was ihr halt verstanden habt, zumindest meines Erachtens, ist, eine Benutzeroberfläche zu gestalten, die intuitiv zum einen funktioniert und die zum anderen auch an alltägliche Dinge, wie in der Nutzung einer App, eine Übersicht bei Facebook und so weiter, auch daran erinnert. Ne? Ja. Weil das ist das, was die meisten nicht verstehen und was die meisten nicht geschissen bekommen. Und das ist das, was Tim und ich bei den meisten kritisieren, ist, Digga, wenn du eine Software aufmachst und das Ding sieht wirklich aus wie Commodore 64, Alter, gefühlt, so, als ob irgendein 16-, 17-, 18-jähriger BA-Student sich denkt, boah, sieht das geil aus. Und darauf habe ich aber richtig Bock. So. War das damals auch ein Teil eures Gedankenprozesses oder war das einfach logisch? Oder war das einfach logisch, dass ihr das machen müsst? Oder habt ihr euch damals auch überlegt? Ich war auch Zufall. War das Zufall? Oder habt ihr euch damals auch überlegt, wenn ja, genialer Zufall, oder habt ihr euch damals überlegt, hey, nee, wir müssen das auch so gestalten, dass die junge Generation, die da auch arbeitet, angesprochen wird? Ja, ja. Cooler Punkt auf jeden Fall. Also es ist so, wenn du halt ein Technologieunternehmen, Tim wird da vielleicht ein paar Einblicke haben, bist, dann baust du Software eh so, dass du unterschiedliche Bereiche einbeziehst. Also es gibt die Leute, die Ansicht bauen, das sogenannte Frontend, dann gibt es das Backend, die eben sozusagen die Komplexitäten im Hintergrund bauen, dass wenn du was klickst, das dann verstanden wird von dem System, jetzt mache ich das oder das. Und damit dieses Frontend-Team, das ist im Endeffekt auch nur ein Umsetzer des Ganzen, da gibt es ein UX und ein UI-Team. Das sind Leute, die machen nichts anderes, außer Oberflächen zu kreieren und die sind im besten Fall geschult darin, zu wissen, dass ein Knopf sich eher rechts oben mehr klickt als links oben oder dass eben eine Leiste, gerade im Endkundenbereich, eben State of the Art im unteren Bereich ist, so wie du es mittlerweile bei Spotify zum Beispiel kennst und eben nicht mehr auf der linken Seite. Und das ist natürlich, und da spricht man von agiler Softwareentwicklung, das ist eben ein Prozess, der natürlich immer wieder angepasst werden muss. Und das ist eben auch das, was ich manchmal schade finde, wenn ich eben auch in unserer Branche unterwegs bin, mit Betreibern spreche, die dieses Verständnis für sich so noch gar nicht verstanden haben. Denn es ist natürlich schon so,
dass es einen Unterschied macht, ob ich eben eine App im App Store habe, die irgendwie 25.000 Menschen mit 4,7 Sternen bewerten, oder ob ich halt eine App im App Store habe, die vielleicht auch eine Terminbuchung kann oder auch eine Kursbuchung vollziehen kann, die irgendwie 24 Bewertungen hat bei 3,2 Sternen, wo einer steht, ich habe noch nicht mal gefunden, wie ich den Termin buchen soll. Mhm. Und ich muss da über 3 Klickwege gehen und verstehe es nicht. Das ist natürlich... Das ist schon etwas, und innerhalb der Software, und natürlich sind wir ein B2B-Produkt, das heißt, natürlich benutzen uns primär Leute innerhalb eines Studios, aber wir haben natürlich auch diesen Endkundenbereich, wo wir nochmal gezielter hingucken müssen. Also klar, im Bereich der Endkunden-Apps müssen wir wirklich schaffen, immer State of the Art zu sein, da gibt es immer neue Benchmarks, da gibt es immer wieder neue Sachen, das kennt ihr in eurem Business auch, ne? Was da vor 5 Jahren noch in war, ist halt in der Benutzerführung heute nicht mehr so. Und da müssen wir natürlich immer mitziehen. Neben dem rein, wir müssen Funktionalitäten bieten, eben auch das alles zu gestalten innerhalb der Software. Ist es schon so, dass die Menüführung schon noch auf dem basiert, was sozusagen damals in war, einfach weil sie jetzt auch über viele Jahre natürlich die, die Benutzer dran gewöhnt haben. Aber auch gucken wir aktuell sehr genau drauf. Und auch hier eruieren wir gerade, wie wir mit kleinen Schritten das Produkt in sich einfacher gestalten. Denn mit den Funktionalitäten, die natürlich im Laufe der Zeit dazugekommen sind, ist es natürlich auch so, dass unser Produkt nicht nur einfach zu verstehen ist. Es hat gewisse Komplexitäten. Natürlich. Gewisse Sachen sind technisch basiert einfach. Also du kannst gewisse Dinge nicht für eine breite Masse von Kunden so bauen, dass sie auch immer nur leicht funktioniert. Also ich denke zum Beispiel an unser Standortkonzept. Du kannst mehrere Standorte mit einem Klick verwalten. Du stellst einen Tarif ein und sagst, diesen Tarif jetzt bitte für 13 oder 50 andere Standorte verwenden mit einem Klick. Du musst nicht 50 Mal irgendwo reingehen und einen Tarif anlegen, was natürlich völliger Irrsinn wäre. Aber natürlich entstehen durch solche Funktionalitäten gewisse komplexe Abläufe, die jetzt vielleicht den einen oder anderen auch manchmal überfordern, und das wieder runterzubrechen jetzt auf ein, ich kann es einfach benutzen, ist halt in der Tat eine Herausforderung, aber mit dieser Frage beschäftigen wir uns auf jeden Fall. Genau, also das ist, Tim. Ich würde das Thema gerne nochmal ganz kurz von zwei Seiten beleuchten. Einmal muss ich an der Stelle eine Lanze für euch brechen, gerade wenn Leute, und das hören wir ja natürlich auch, wenn Leute sagen, boah, das ist einfach zu viel, ich weiß nicht, wo ich was einstellen soll, es ist alles ein bisschen unübersichtlich geworden mit der Zeit. Und ja, das stimmt mit Sicherheit, das hast du auch gerade gesagt. Und gerade wenn du immer neue Funktionalitäten immer wieder einbaust, du kannst nicht immer die drei Schritte zurückgehen, die es manchmal braucht, um zu sagen, okay, da müssen wir das User-Interface aber komplett neu denken, damit das alles total easy und einfach funktioniert. Da brauchst du Ressourcen wie ein Apple, die das vielleicht können und immer wieder komplett zurückgehen können und das vielleicht schaffen, weil ich komme gleich dazu, Alex. Aber und diese Kritik finde ich immer noch berechtigt. Da kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen, wie ihr diese Herausforderung angeht. Also ihr wollt ja sehr vielen Leuten gerecht werden mit sehr vielen Funktionalitäten, die viele auch vielleicht einzeln gar nicht brauchen, aber eben ihr müsst die alle in einer Software haben. Auf der anderen Seite, und das muss ich jetzt hier wirklich sagen, würde ich mir wünschen von Studiobetreibern und auch von allen, die so eine Software wie die Magic Line benutzen, sich damit auch mal mehr auseinanderzusetzen. Ja! Also Es ist faktisch das Herzstück deines Unternehmens. Das ist einfach so. Alles, was auch externe, ihr habt auch das Thema Schnittstellen angesprochen, sei es wir, sei es ein Gerätehersteller, sei es eine andere App-Hersteller, sei es vielleicht ein Software-Hersteller, der Analysen betreibt, alles oder ein Finanzdienstleister, alles läuft bei der Magic Line zusammen. Und wenn ich weiß, dass das Herzstück meines Unternehmens, gerade was auch die Abläufe im Studio angeht, wie Mitarbeiterplanung, wie Kursplanung, wie Abbuchungen, wie Tarife anlegen, alles läuft dort zusammen. Und du hast dich, in der Regel hast du dich gefühlt ein paar Minuten nur damit beschäftigt, dann muss man auch ehrlich sagen, ist es auch ein bisschen Eigenverantwortung, die man den Studios zurückgeben kann. Ich meine, wir können das ganz klar jetzt so sagen, dass du bist vielleicht nicht in der Position, das jetzt so zu kritisieren nach außen, aber wir schon, so. Weil, ganz ehrlich,
ne, wenn du keine 2 Minuten damit verbracht hast, wie kann ich jetzt meine Tarife so sinnvoll anlegen, dass die über alle Studios gleich sind und so weiter, dann ist nicht die Magic Line das Problem, dann bist du als Studiobetreiber das Problem, weil du hast das gleiche Problem mit Apple, mit Windows, mit Excel, mit dem du dich nicht auskennst, mit allem, was du arbeitest, hast du dich offensichtlich nicht beschäftigt. Und dann zu sagen, ja, es funktioniert nicht, ja, sorry, das kann ich nicht nehmen. Ich muss hier direkt anhaken, weil ich könnte jetzt schon direkt ausrasten. Alex schon direkt im Rage-Modus. Ich muss gerade ausrasten, weil, ey, ganz ehrlich, ich nehme mal jetzt ein anderes Beispiel, das in regelmäßigen Abständen deren Interface und der Benutzeroberfläche ändert. Und das ist Meta im Business Manager. So, die versuchen regelmäßig irgendwas zu verändern und zu optimieren. Jeden derer Optimierung kostet unsere Mitarbeiter einen halben Tag, um sich wieder irgendwie einzuarbeiten, gefühlt. Ja, so, weil die ständig irgendetwas ändern. Das Ding hat nur eine Aufgabe, eine verkackte Aufgabe. Ein Business Manager von Meta hat die Aufgabe, deine Werbeanzeigen zu schalten. Und alleine wenn unsere Kunden sagen, wo finde ich denn da eine Rechnung? Sagst du, geh mal da rein, klick da drauf und die kriegen es nicht geschissen. Das Ding ist wirklich nicht so scheiße kompliziert. Und eure Software verwaltet dein gesamtes Unternehmen und du beschäftigst dich keine 20 Minuten damit. Willst du mich eigentlich verarschen? So, damit wir jetzt mal den Kreis schließen. So, weil damit wir den Kreis schließen. Auch eine Frage dann. Ja. Ich lege sie jetzt einfach in den Mund, okay? Wir wissen, dass sich Betreiber zu wenig mit der Software auseinandersetzen. Ich habe das jetzt gesagt, ohne dass du das sagen musst. Dann bleiben wir politisch. So, was glaubst du denn, woran das liegt? Liegt es am mangelnden Interesse? Liegt es an Mangel von technischem Verständnis? Was glaubst du, warum beschäftigen sich die Leute nicht mehr mit dieser Software, die ihr komplettes Studio verwaltet? Es eine super Frage. Ich hätte mich jetzt auch gar nicht drumherum gedruckst, da auch das so zu benennen, weil es in der Tat der Arbeitsalltag ist. Und ich glaube auch viele, also zumindest in den Gesprächen, die ich manchmal fühle, sind auch viele Betreiber auch ein Stück weit reumütig und sagen, ja, wir wissen, wir müssten eigentlich, aber Zeit, dies, das, ne? Es gibt dann immer Gründe. Was ist der Grund? Ich glaube einfach, dass eben so ein gewisses technisches Grundverständnis manchmal schon einfach nicht da ist, weil andere Themen interessanter sind. Andere Themen sind vielleicht auch offensichtlicher, dass sie Mehrwert generieren oder gefühlten Mehrwert generieren. Ich meine so, ich nehme immer gerne das Beispiel, ich meine so ein 100.000-Euro-Zirkel so, der sieht erstmal aus und der macht so Trainingsdinge und biomechanische Einstellungen und so progressives Training und ganz viele tolle Dinge und das fühlt sich, also das ist natürlich so, das ist für so einen Betreiber greifbarer, so eine Maschine, die da steht, die dann vielleicht auch digitalisiert funktioniert, aber es ist greifbarer und die Software, die halt so im Hintergrund ja so Bankgeschichten erledigt oder dir so eigentlich Empfehlungen einspielen könnte und so, ja, kleine Upsells in einer App ermöglicht, so, das sieht man vielleicht gar nicht so, weil es nicht so offensichtlich ist, ne? Weil im Endeffekt bin ich es vielleicht auch historisch gewohnt, dass eine Software, die soll einchecken können und die soll irgendwie meinen Zahllauf einmal im Monat sauber vollführen. Und wenn ich vielleicht eine Sommerkampagne habe, muss ich auch nochmal mit ein bisschen Supporthilfe einen Tarif einstellen können. Aber wir haben ja auch schon immer die Verträge auf dem Zettel geschrieben. Das funktioniert ja auch. Also warum soll ich dafür nutzen? Ja, es sind ganz, ganz, ganz viele Punkte und man muss sich ehrlicherweise schon auch ja so ein bisschen damit in einem Prozess auseinandersetzen. Man kann nicht sagen, ich mache jetzt alles auf einmal, sondern ich muss schon schauen, okay, was sind so meine Schwerpunkte, was möchte ich optimieren und dann setze ich mich damit auseinander. Was ich hier halt als Hinweis geben kann, ist, ich spreche jetzt mal direkt Betreiber an, die vielleicht die Magic Line einsetzen und das Gefühl haben, Mensch, eigentlich habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Vielleicht habt ihr BA-Studenten bei euch irgendwie im Unternehmen. Das haben viele. Oder Fitnessfachwirte in der Ausbildung oder so. Schaut doch einfach mal, ob ihr da jemanden findet, dem ihr vielleicht pro Woche, sei es 1 bis 2 Zeitstunden einräumt, die genutzt werden kann, um sich einfach mal mit den Möglichkeiten der Magic Line zu beschäftigen. Weil was ich schon sehe, ist, wenn ich mir jemanden suche, der sich damit aktiv auseinandersetzt, der vielleicht auch
oder auch ich bin vielleicht ein großes Studio, habe unterschiedliche Bereiche, ich habe jemanden, der die Kurse managt, ich habe vielleicht jemanden, der das Backoffice macht. Nehmen die ein bisschen in die Verantwortung, ihre Schwerpunkte zu ergründen. Wenn ich das Backoffice mache und ich fange noch an, die Rücklassschriften manuell einzutragen, so, dann ist das halt einfach faktisch richtig, richtig Geld. Wenn ihr irgendwie anfangt bei eurem Monatsabschluss dem Steuerberater irgendwie einen Ordner mit 70 Seiten zu übergeben, damit er die BWA setzt euch mit der Software bitte zusammen, denn ihr könnt das auch einfacher lösen und da müsst ihr aber halt die Zeit aufwenden, um mit dem Steuerberater zu sprechen. Wenn ihr irgendwie einen Vertriebsleiter habt oder jemanden, der so ein bisschen das Thema Vertrieb bei euch koordiniert, dann setzt euch damit auseinander, ob der vielleicht mit dem Lead-Management der Magicline arbeiten könnte, wollen würde, und nicht mehr irgendwelche Excel-Listen nachtelefoniert und Haken setzt, ne? Weil diese kleinen Prozesse am Ende des Tages wahre Arbeitszeit sind und das ist dann monetär halt auch ein Faktor, den du nicht unterschätzen kannst. Da muss ich auch mal direkt noch mal was zu sagen, Martin. Auch hier zum Beispiel das Thema Lead-Management, das ist mit Sicherheit nicht perfekt. Aber, und ich kenne jede einzelne CRM-Software auf dem Markt, wirklich jede, also jede der die, sagen wir mal, relevanten. Jede einzelne und keine davon ist perfekt. Und es ist immer wieder dasselbe Thema. Der User ist verantwortlich dafür, sich das auch richtig einzurichten, richtig hinzulegen und das auch zu pflegen. Dass das nicht alles komplett automatisch funktioniert, das ist nun mal so. Wenn du mit dem Lead nicht arbeitest und den nicht irgendwie in die nächste Pipeline verschiebst oder so, dann wer soll das machen? Auch KI kann nicht alles für dich übernehmen. Und das weiß ich auch, weil ich mich sehr intensiv mit dem Thema KI auskenne. Also auch hier wieder das Thema Verantwortung. Aber lass uns mal, ich habe mal eine ganz konkrete Frage, um es vielleicht mal runterzubrechen, das Thema. Was glaubst du, was sind die so die unterschätztesten oder übersehensten Features, wo du sagst, ey, wenn ihr euch das mal genauer anguckt, dann habt ihr schon ein krasses Level-Up mit eurer Magicline gemacht. Das sind so Sachen, da würde ich mir wünschen, dass jeder Betreiber diese Funktion kennt und nutzt. Ja, also wir haben natürlich unterschiedliche Flughöhen, wo manche Studios anfangen. Also wie gesagt, Studios, die ihren Vertrag noch auf den Zettel schreiben, das wäre so mein Einstiegspunkt. Bitte mach das über ein Tablet. Warum? Der Mitarbeiter kann nicht mehr irgendwo auf diesem Vertrag rumkritzeln und einen Preis durchstreichen, irgendwelche Sonderlocken draufschreiben, sondern du kannst in deiner Software definieren, in welchem Flow du Dinge akzeptieren willst, Rabattmöglichkeiten einräumen willst oder nicht. So, das ist so absolut basic. Das muss man aber sagen, das machen schon zum Glück der Großteil der Studios, setzen das um. Was auf jeden Fall völlig unterschätzt ist, und das ist was ich bis heute nicht verstehe, warum das nicht genutzt wird. Und da ist auch eine Frage, warum sehen es die Kunden nicht? Also ich glaube, 98% der Studios haben irgendwie ein Member-Bring-a-Friend-Member-Wirb-Member-Konzept. Das Empfehlungsprogramm, das wissen wir, weil wir schon sprechen, wie ist die Nutzung unserer eigenen Features. Davon liegt, glaube ich, bei 45% der Studios so. Und ich verstehe es nicht, denn es ist einfach es ist wirklich nicht kompliziert in der Anlage und das kann dir halt bares Geld bringen. Ich sag jetzt nicht, dass jetzt jeden Monat bei so einem Studio, was vielleicht im Schnitt 50 Mitgliedschaften pro Monat, pro Jahr schreibt, dass da jetzt irgendwie auf einmal 20 Mitgliedschaften mehr pro Monat kommen. Aber jede einzelne, die vielleicht einen Durchschnittsumsatz, ja, irgendwo zwischen 400 und 600 Euro Jahresvolumen mitbringt, ist doch bares Geld dafür, dass du in der Software 3 Knopfdrücke machen musst und ja, Mitglieder anderen Leuten einen Empfehlungscode schicken, mit dem sie sich einfach anmelden können. Ja. Tu das bitte, mach das. und ja, es gibt natürlich auch andere Dinge prozessueller Natur, die man auch umsetzen sollte. Aber rein im endkundenspezifischen Bereich haben wir jetzt dieses Produkt MySpots Member Plattform gebaut, damit man halt wirklich all diese kundenspezifischen Dinge hat. Und da sind halt wirklich Mehrwerte zu finden. Wir haben auch ein Kundenbindungsprogramm, was man, wenn man es gut aufsetzt, also ich denke da zum Beispiel auch an die Kollegen vom Clearfit, Matthias Mittelstädt, die ja auch bei euch Kunden sind, deshalb kann man sie mal erwähnen, der Gerion, der das großartig aufgesetzt hat. Der Gerion ist ein Supermann. Ja, ja, super. Grüße gehen raus an der Stelle. Der das toll aufgesetzt hat aus meiner Sicht. Und
die da halt einfach auch wirklich eine coole Kundeninteraktion haben, eine digitale Kundeninteraktion, die aber auch so Dinge machen wie, Mensch, wenn du da irgendwie oft zum Training kommst, dann kriegst du mal 3 Euro Verzehrguthaben. Ja, 3 Euro Verzehrguthaben, die man an einem Shake-Automat zum Beispiel einlöst, ist erstmal auch wieder ein Prozess, wo ich ohne etwas zu tun ein Mitglied dazu befähige, mal an so einen Automaten zu gehen, der sich da vielleicht bis dato nicht rangetraut hat oder gedacht hat, weiß ich gar nicht, ob ich das möchte, und sich mal einen Shake zu ziehen, weil es ja for free, dann schmeckt der Shake vielleicht noch und dann zieht er sich irgendwann nochmal ein, ganz wo das Studio aber dann die 3 Euro einnimmt oder die 5 Euro oder was auch immer. Und diese kleinen Dinge, die man eben so einbauen kann, da steckt halt unheimlich viel Potenzial drin. Online-Verkauf, da seid ihr natürlich Experten drin. Ihr habt das Game, ihr optimiert das permanent. Und wenn man das wirklich, glaube ich, auf allerhöchster Güte haben will, dann sucht man sich halt einen Partner, der auf unsere Connect-API da Dinge tut. Aber für Studios, die erstmal den Schritt überhaupt in den Online-Vertrag machen, sind unsere Studio-Seiten nicht schlecht. Die sind anders. Sagen wir auch immer. Macht es doch bitte erstmal so, ne? Die sind auf mobil optimiert, die funktionieren. Ja, sehr gut. Und du wirst bei, wenn du einen Online-Vertrag anbietest, definitiv nicht mehr Online-Kündigungen kriegen, als du Online-Verträge schreibst. Das ist ja immer die Sorge. Ja, das ist immer die Sorge. Ja. Das ist ja Ketzerei. Wie kannst du sowas nur sagen, Mann? Yes, guter Punkt. Ja. Aber ich muss sagen, Martin, das ist so ein bisschen die Diskussion, die ihr damals mit Cloud und Lokal hattet, die irgendwann einfach, einfach aufgrund der Masse der Erfahrungen auch abgeflacht ist. Das Thema, ich biete keine Online-Verkäufe an, weil ich Online-Kündigungen anbieten muss, das war am Anfang deutlich da, also gerade als das kam mit den Online-Kündigungen, dass du verpflichtend auf der Seite so auch visibel anzeigen musst. Mittlerweile ist das kein Thema mehr. Ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, 95% der Betreiber haben verstanden, dass Leute entspannt von zu Hause aus ein Fitness-Abo abschließen. Und hier auch nochmal unsere Erfahrung, da hast du natürlich nochmal deutlich mehr Insights. Wir reden hier nicht von den Jugendlichen oder den bis 30-Jährigen. Wir reden hier wirklich von jeder Altersgruppe. Ich glaube, unsere Älteste war, glaube ich, Alex, korrigiere mich, irgendwie 1944 geboren, 1943 geboren, irgendwie sowas. 43. Das ist schon crazy. Also wenn ich da überlege, dass Oma Erna da irgendwie ein Online-Abo abschließt, so um pumpen zu gehen, ist schon witzig. So, ne? Also das wird gesellschaftlich ja auch immer anerkannt. Das Thema Online-Shopping ist einfach angekommen. Und wenn du als Fitnessstudio das nicht machst und quasi die Leute zwingst, zu dir vor Ort hinzugehen, dann verpasst du ja auch den Moment, wo die sagen, komm, ich mach's jetzt. Und das wäre schade. Ja. Ich glaube, ganz kurz, Martin, ich möchte eine Hypothese in den Raum werfen. Ich glaube einfach, dass die Fitnessbetreiber verwöhnt sind. Mit dem Service, den wir alle in irgendeiner Form anbieten, weil Fakt ist, darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen, aber Fakt ist, egal ob das, was wir machen oder das, was ihr macht, in anderen Branchen, sei es Konzernen, wenn du in Konzernen bist oder sonst irgendwas, auch mittelständige, ganz normale Branchen, Unternehmen in anderen Branchen, exorbitant mehr Geld für ihre Dienstleistung verlangen, ganz rudimentäre Softwares anbieten. Und ich glaube einfach, dass das schon immer so war, und das sage ich jetzt, da, Martin, halt dich da bitte raus, bleib politisch. Ich glaube einfach, die sind alle verdammt scheiße verwöhnt, Alter, und suchen halt auch wirklich überall die Fehler. Und deswegen möchte ich jetzt gerade auch mal eine Überleitung schaffen, weil wir hören ja auch Kritik. So, fangen wir mal mit einer Sache an, und zwar, was ich sehr, sehr häufig von Einzelbetreibern spreche. Ich würde am liebsten direkt selber antworten, aber ich gebe dir die Fläche jetzt. Und zwar, die Magic Line sei etwas unflexibel. Einzelne Sachen, die man gerne haben wollen möchte als Funktion, da hattest du ja ganz am Anfang nochmal auch darüber schon bereits gesprochen, welche Funktionen machen Sinn, welche nicht und so weiter. Aber das hören wir halt immer wieder so, dass zum Beispiel Farben man nicht ändern kann und sonst irgendwas. Ich finde das alles völlig für den Arsch, dass man überhaupt darüber redet, aber ich möchte trotzdem hier eine Plattform schaffen, wo wir einfach mal offen darüber diskutieren. A, ist das wirklich so? Ist die Magic Line unflexibel? B, wenn ja, warum? Wissen wir alle, aber ich will es einfach, dass du es sagst. Und C, wie siehst du das Thema prinzipiell?
Ja, gute Frage. Also ich glaube grundsätzlich, was man sagen kann, und das jetzt auch politisch sehr korrekt ist, dass Kritik ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt ist, weil sie uns ja auch dabei hilft, unser Produkt permanent besser zu machen. Und das ist auch etwas, was wir wirklich leben, weil wir, ich habe die Anfänge beschrieben, die ersten 2 Jahre natürlich nochmal kurz angeteasert, aber es ist schon so, dass ohne diese Kritik oder ich würde es eher sagen, auch die Zusammenarbeit mit den Kunden, die einen artikulieren es ein bisschen anders als andere, uns natürlich dabei hilft, das Produkt permanent besser zu machen. Auf der anderen Seite diese Unflexibilität, das ist, glaube ich, das ist so ein bisschen ambivalent. Denn zum einen natürlich haben wir mittlerweile über 8000 Studios, die Magic Line nutzen. Und natürlich werden dadurch auch die Anforderungen immer exorbitanter. Immer mehr Studios haben Wünsche. Und es ist natürlich unheimlich schwierig, das alles so zu kanalisieren, dass am Ende mit dem, was du als nächstes bringst, immer der Mehrwert für den Einzelnen da ist, sondern wir kategorisieren natürlich nach Mehrwert für alle. Das sprich am Ende eigentlich ein demokratisches System. Die Leute, die sich das, wenn sich mehrere Studios das Gleiche wünschen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es zeitnah bauen werden oder umsetzen werden, größer als individuelle Wünsche. Natürlich muss man sagen, und das ist wiederum die andere Seite, dass wenn ich mit einem Anbieter zusammenarbeite, der vielleicht ein Kundenklientel von 200 Studios verwaltet oder so, dass der vielleicht die Möglichkeit hat, wenn da einer anruft und der direkt mit dem Geschäftsführer reden kann, sagen kann, ich wünsche mir hier den Knopf noch in Olivgrün, dass dann vielleicht auch noch irgendwie die sagen, ja Mensch, der eine Kunde auf die 200, der hat das ist es uns wert, da noch einen olivgrünen Knopf reinzubauen. Ich finde das macht super, dass du das so offen ansprichst, Martin. Muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Das ist wirklich geil, dass du das so offen und ehrlich auch sagst. Weil am Ende des Tages ist das die Realität. Ja. Die Frage ist halt, ist es besser, ein Produkt zu haben, was dann, wenn es in der Cloud funktioniert, ja auch allen zugänglich ist, mit olivgrünen Knöpfen? Ist das das, was die anderen 199 dann brauchen? Oder wäre es vielleicht gut gewesen, da sozusagen so eine Art Gatekeeper, also jemand, der das so ein Stück weit sich anschaut nach Sinnhaftigkeit oder sinnhaft vielleicht für den Einzelnen, aber irgendwie gegenprüft? Und ich glaube halt, auch wenn man bedenkt, was wir vorher schon gesagt haben, dass eigentlich die Potenziale, sich mit dem, was ich habe, mal intensiv auseinanderzusetzen und zu schauen, vielleicht auch, wie muss ich den einen oder anderen Prozess oder den einen oder anderen Wunsch vielleicht adaptieren mit dem System, was mir zur Verfügung steht, dass da eigentlich viel mehr Chancen und Potenziale drin liegen, weil einfach unser System, möchte ich mal meinen, eine ganze, ganze Menge kann. Das sehe ich genauso, ja. Und da eben zu sagen, der Knopf muss jetzt so sein, ist halt Einzelwunsch, ne? Die stellen sich das auch voll einfach so vor, ne? So nach dem Motto, ja, mach doch mal den Knopf grün. So, als mach doch mal, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, dann mach's doch selbst, Alter. Was willst du von mir überhaupt? Ja, also man muss da wirklich differenzieren zwischen. Das habt ihr auch mehrfach bewiesen, man muss wirklich differenzieren zwischen purem Aktionismus. Du glaubst jetzt, dass dieser olivgrüne Button irgendwas verändern wird, weil du das jetzt irgendwie gerade, weiß nicht, warst auf dem Klo und fandst die Idee irgendwie grandios. Oder es ist irgendwie vielleicht wirklich was Sinnvolles, ne? Eine sinnvolle Sache, also die Sinnhaftigkeit ist vor allen Dingen dann gegeben, weil man muss wirklich sagen, das sagen wir ja ständig, Fitnessstudios sind jetzt nicht so speziell, dass jeder einzelne individuelle Anforderungen braucht. In der Regel fahrt ihr alle ein Konzept, ihr habt Kunden, die betreut ihr, die macht ihr glücklich, die Kunden gehen irgendwo hin, die drücken, die ziehen, die gehen wieder raus, die sind stärker. Das ist das Grundkonzept von einem Fitnessstudio. So, wenn du jetzt eine Idee hast, die wirklich da fundamentalen Mehrwert liefert, glaube ich, seid ihr die Ersten, die sagen, boah, super, das schreiben wir mit auf die Agenda, das machen wir allen zugänglich, weil rein unternehmerisch habt ihr dadurch den Mehrwert für eure Software gesteigert, macht mehr Umsatz, alle sind glücklich. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Wenn jetzt aber deine Idee einfach keinen Anklang findet und nur weil du glaubst, sie macht jetzt irgendwie Sinn, ist sie vielleicht gar nicht so cool, wie man denkt, wenn das irgendwie
ne, von einem dann irgendwo doch flexiblen Anbieter, der eine cloudbasierte Lösung hat, als jetzt nicht Prio sinnvoll erachtet wird. Was ich vielleicht noch an dem Punkt sagen möchte, das könnte man ja jetzt, wenn man sich das so anhört, denken, Mensch, jetzt ist es doch eigentlich total cool, ich will meine Knöpfe alle grün haben, zu dem Anbieter zu wechseln mit den 200 Studios. Ne? Warum muss ich denn in diesem Pool der 8000 mitschwimmen? Jetzt muss man überlegen, welche mittlerweile, und da sind wir auch wirklich stolz drauf, welche Anbieter in diesem Pool mitschwimmen. Es sind halt im deutschsprachigen Raum nahezu alle großen Player. Es sind sehr, sehr etablierte, wachstumsstarke Marken. Und natürlich treiben die das Produkt auch ein Stück weit mit ihrem Input. Wie gesagt, wir vergessen da niemanden. Es ist wirklich, ich sag mal, wirklich ein Stück weit auch demokratisch. Aber du hast natürlich die Vorzüge, die eben andere große Ketten, aber auch andere Betreiber mit einem sehr professionellen Umfeld, mit sehr etablierten Prozessen, mit einem guten Personalmanagement halt auch nutzen. Und die sind sehr erfolgreich. Und wenn ich halt schon jetzt auch allgemein einfach auf die Eckdatenstudie gucke, dann sehen wir ja, was expandiert, was wächst und wo orientiere ich mich vielleicht auch, wenn ich ein Studio habe oder regional vielleicht 2, 3 habe. Und wenn ich mich da eben in diese professionelle Schiene begehe, weil ich sage, okay, ich bin ist ja trotzdem gut, ein Studio, aber ich habe ein sehr gutes Studio und ich positioniere mich damit wirklich hier als Anbieter in meinem Kernmarkt und ich will das professionell aufziehen, dann habe ich alle Möglichkeiten an der Hand, die halt andere große Player auch haben. Während ich diese vielleicht gar nicht so nutzen kann, dann habe ich zwar meinen olivgrünen Knopf, aber ich habe halt immer noch ein Vertragswesen, was ich halt im Zweifel mit einem Stift machen muss, weil ich gewisse Dinge damit nicht umsetzen kann. Na, jetzt plakativ gesagt. Und das ist halt, wo ich eben glaube, diese Anpassung an Prozesse zu schauen, wie kann ich das mit unserem System lösen, ist halt wirklich etwas, wo viele Studios sehr viel Potenzial noch drin haben. Und es ist ja trotzdem so, und jetzt komme ich an mein größtes Thema, was ich habe, sowohl positiv als auch ich nenne es mal nicht negativ, sondern ich habe einen sehr großen Wunsch. Es ist ja trotzdem so, und das ist ja auch bei anderen großen Softwareanbietern außerhalb unserer Branche so, du hast einmal ein Grundprodukt, das wird mit Sicherheit ausgebaut, bietet eine gewisse Flexibilität, wird immer weiterentwickelt und du hast ja nicht umsonst Schnittstellen für andere Software, die vielleicht Probleme, die individuell sind, wo du dann zu einem Anbieter gehst und sagst, hey, ich habe was Individuelles, könnt ihr mir das bauen mit der Schnittstelle, die ihr zu der Software habt? Und da geht ihr ja schon, das muss ich schon sagen, in den letzten, und ich begleite das Thema Magic Line ja jetzt schon sehr lange und uns gibt es ja auch schon ein bisschen. Und ich glaube, ich bin schnittstellentechnisch da, bin da sehr deep drin. Also ich glaube, ich habe eure API-Dokumentation so als Bibel neben auf meinem Schreibtisch liegen. Also ich kann wirklich jede Frage mittlerweile beantworten, so auch ad hoc. Da geht ihr schon einen Weg, wo ich sehe, der geht in die richtige Richtung. Der geht vor allem in die Richtung, ihr baut das immer weiter aus, ihr macht mit der Open API immer mehr zugänglich und bietet auch Leuten und Agenturen wie uns immer mehr Möglichkeiten, Prozesse außerhalb abzubilden, die ihr vielleicht jetzt nicht abbilden könnt oder wollt oder wie auch immer. Nichtsdestotrotz, es ist mir noch nicht genug. Also da würde ich mir noch viel mehr wünschen, als aktuell da ist. Vor allen Dingen natürlich auch im Thema da von unserer Seite Flexibilität, dass es ein bisschen einfacher ist zu handeln und vielleicht man auch ein bisschen einfacher reinkommt. Ich meine, wir haben jetzt eine Open API-Schnittstelle, ne, wir sind jetzt erstmal drin in eurem Ökosystem, aber ich weiß auch, dass es nicht so super easy geht, dort sich anzudocken. Man muss schon ein paar Prozesse durchlaufen. Es wird natürlich jetzt auch seinen Grund haben, sicherheitstechnisch, ihr wollt da Qualität gewährleisten und so weiter, aber was sind da die nächsten Schritte? Auf was kann ich da hoffen? Sehr guter Punkt. Du hast es richtig erkannt und ich glaube, das kann man auch ganz transparent sagen. Wir haben halt, ich habe ja eingangs gesagt, so für Technologie, da brauchst du einfach einen großen Unterbau, du brauchst ein großes Backend, du brauchst natürlich auch eine gewisse Finanzierung dahinter. Und weil wir eben so als Technologiekonzern am Anfang dachten, ja, wir machen das mal, dachten wir können es als Closed Shop eigentlich besser. Muss man sagen. Mhm. Deshalb haben wir bis Anfang der 2020er Jahre halt eigentlich so gut wie keine richtige Schnittstelle gehabt
und hatten eben versucht, die ganzen Abläufe der Studios in, eben selbstständig mit Lösungen, die wir selbst haben. Also wir haben ja nicht nur die Magic Line, wir haben ja noch Finien für den Zahldienstbereich. Es gab bedarf.de als Einkaufslösung. Wir hatten auch mal zeitweise sogar Services für Online. Agentur, also sage ich mal so Agenturbusiness, Online-Seite und so weiter. Und dachten, wir können das besser und haben dann aber verstanden und auch das eben als Feedback des Marktes, nein, es ist viel, viel cooler mit starken Partnern das Ganze zu machen. Und ja, wir haben jetzt, denke ich, seit gut 2 Jahren, müsste ich jetzt lügen, bespielen wir eben deshalb diese offenen Schnittstellen. Also wir haben die Connect-API und die Open-API, die wir dann zur Verfügung stellen für die Partner. Und wie du schon erkannt hast, arbeiten wir permanent daran, die zu erweitern und haben auch hier schon klar auch auf Grundlage eures Feedbacks und dem Feedback anderer Partner gesehen, dass der Zugang noch leichter werden muss. Also um hier schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, es wird wahrscheinlich bald für Partner ein Partnerentwicklungsportal gehen, das sowas wie Sandbox aufbauen soll. Ich will nicht zu weit reingehen, das ist, dass das alles automatisiert funktioniert. Oh Gott, ja, erzähl mir mehr. Ich hoffe, ich nehme nicht zu weit raus, aber Nico, unser Produktmanager, der das mit seinem Team unter den Fittichen hat, wird das die sind da dran. Ja, ist cool. Weil wir das erkannt haben und wir wollen halt genau das. Und ich glaube auch, das bedeutet Digitalisierung in der Zukunft für die Studios. Also wir reden ja schon seit Jahren über vernetzte Trainingsfläche, aber ist das schon gelebte Wahrheit? Ich weiß noch nicht. Und ich glaube, wir freuen uns, wenn wir das zentrale Ökosystem sind, wo alle Partner zufriedenstellend andocken können, wo wir aber auch bidirektionalen Austausch haben, also wo wir uns natürlich auch wünschen, dass Dinge, die Partner erheben, in die Software mit zurückgespielt werden. Das haben wir auch schon zum Beispiel bei den Wagenanbietern ganz cool. Da kannst du dann eben, weiß ich, von deiner Seca-Waage wirklich deine Ergebnisse schon in der MySports-App sehen. Du stellst dich drauf, du siehst es direkt in deiner App und genau das ist es, was, glaube ich, am Ende das digitale Studio abbildet. Und dann kann man natürlich auch die ganzen zukunftsgerichteten Dinge weiter vorantreiben und auch Konzepte, die wir vielleicht heute noch gar nicht sehen, denn wir sind in einem Markt, Fitness ist ein Megatrend. Die personallosen Konzepte sind in den letzten Jahren unheimlich gestiegen. Wir haben unheimlich viele neue Anforderungen. Wer weiß, was da noch kommt. Aber wir wissen, glaube ich, von unserer Seite, mit unserer Infrastruktur kannst du halt zukunftsgerichtet all diese Dinge sauber abbilden. So. Ja. Ich muss deinen Rahmen wieder ein bisschen zurückschieben. Erstmal vielen lieben Dank für die ausführliche, für den ausführlichen Exkurs. Freue mich auch tatsächlich, weil das wäre ich gerne am Ende nochmal drauf eingegangen, was so alles kommen wird, aber da hast du ja schon mal was reingemacht. Wir hatten ja gerade über die Kritik gesprochen. Die erste Kritik, die mir eher auf den Sack ging, wo ich auch schon von mir aus gesagt habe, okay, ich stelle die Frage, weil ich gebeten worden bin, diese Frage zu stellen, aber eigentlich denke ich mir halt die Schnauze. Jetzt kommt aber eine Sache, die ich teilweise mit unseren Kunden auch nachvollziehen kann. Und deswegen sage ich es einfach mal frei heraus. Ich habe jetzt schon häufiger gehört, dass die Wartezeit für Antworten bei euch ein gewisses Thema sind. Ich meine, ich kann jetzt natürlich aufgrund der Zahlen, die du jetzt auch selber gesagt hast, 8000 fucking Studios, die ihr betreibt, da muss ich jetzt kein Albert Einstein sein und irgendwie mir denken, ja okay, vielleicht hat das eine was mit dem anderen zu tun. Aber ich möchte auch wieder hier an dieser Stelle die Plattform einfach bieten, um den Leuten auch einfach mal Blick hinter den Kulissen zu geben. Ist das so, dass Leute mal ein bisschen länger warten müssen? Wenn ja, warum? Siehst du das eher anders? Hau raus. Ja, also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass wir natürlich schon versuchen, den Kundensupport bestmöglich zu gestalten und vielerlei Anfragen, die bei uns landen, sind auch auf das eingangs schon besprochene Thema zurückzuführen, dass natürlich wenig Berührung mit der Software selber stattfindet und dann meistens akut, kurzfristig irgendwelche Dinge
auffallen, die man vielleicht hätte mit ein bisschen mehr Antizipation, mit ein bisschen mehr Grundverständnis hätte anders lösen können. Grundsätzlich ist es so, dass wir als Magic Line den Ansatz verfolgen, wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir wollen, dass unsere Kunden eigentlich genau das tun, dass sie sich mit der Software beschäftigen und dass sie auch schnellen Support finden, wenn sie ihn benötigen. Dafür haben wir ein eigenes Team, was unser Hilfecenter baut. Wir haben mittlerweile auch ein KI-Board, der sozusagen, cool, wenn ich mit unserem Support interagiere, auch davor geschaltet ist. Und auch hier natürlich jetzt in den Anfängen, nicht jeder Kunde sagt, das ist das präferierte Mittel, das werdet ihr auch kennen, ne? Aber auch das wird ja in Zukunft immer besser und die Antworten werden besser, sie werden klarer. Und wir arbeiten sehr, sehr intensiv daran, eben auch die Antworten so zu verbessern, dass eben wirklich jeder Kunde die Antwort bekommt, die er braucht. Und er kann sie eben 24/7 schnell jederzeit bekommen. Weiterhin bauen wir gerade eine Inline-Help, nennen wir das. Das heißt, du kannst innerhalb deiner Magic Line mit einem Cursor auf irgendeinen Menüpunkt gehen, kannst mit einer Tastenkombination draufklicken und kriegst genau zu diesem Menüpunkt den Artikel, der dir erklärt, was musst du hier tun und wie, cool, ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den zum Beispiel zu konfigurieren oder Dinge anzupassen. Das heißt, wir versuchen eben auch aufgrund der wachsenden Masse an Studios eben diese Hilfemöglichkeiten zu geben. Nichtsdestotrotz gibt es darüber hinaus noch unsere Academy, die wir auch ausbauen, wo wir für unterschiedliche Studio-Mitarbeitertypen auch wieder ein E-Learning zur Verfügung stellen, wo beispielsweise auch jetzt die Servicekraft Dinge oder sich selbst beibringen kann, weiß ich, wie mache ich ein Check-in und wie läuft ein Kassenverkauf in der Magic Line ab. Also es ist da nicht die große breite Ladung, sondern eben spezifisch für die einzelnen Mitarbeiter runtergebrochen. Und das haben wir ja eben auch, die Zusatz- oder die Zusammenarbeit eben mit Beratungspartnern wie auch euch, wo man sagt, okay, wenn man sich jetzt damit beschäftigen will, dann kann ich halt auch natürlich ein bisschen Geld kann ich auch Geld dafür bezahlen und hol mir aber jemanden ins Haus, der mit mir akut, weiß ich, in Stunden, auf Stundenmodellbasis, auf Tagesmodellbasis irgendwie wirklich das alles mal so baut und macht, wie ich es brauche, ja, und mir die Dinge vielleicht wirklich intensivst erklärt. Ja. Das heißt also, die Möglichkeiten sind da. Aber ganz klar muss man sagen, unser Support basiert auf Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Und ich glaube, was man auch sagen muss, denn ich kenne auch unsere Supportzeiten, ist, dass wir Anfang 23, wir haben ja die Easy Solution auch übernommen. Das hatten wir heute noch nicht so weit thematisiert, was natürlich auch ein sehr, sehr großer Schritt war. Das war eine sehr große Menge an Studios, die wir natürlich dann auch sukzessive migriert haben. Und natürlich ist da ein gewisses Aufkommen entstanden, gewisse Peaks, wo wir diesem Service-Erlebnis vielleicht nicht an jeder Stelle gerecht wurden, was wir natürlich auch liefern wollen. Also um es kurz zu machen, wir wollen auf jeden Fall guten Service bieten. Wir investieren auch dort in diesem Bereich, allerdings eben auf Wege, sodass Kunden selbstständig schnell die Lösung für ihr Problem finden. Was sind denn... Ich will einfach mal wissen, was sind denn so für Anfragen, die so täglich denn so reinkommen? Weil ich check's nicht, um ehrlich zu sein. Also ich habe eine Software, ich kenne mich, eigentlich müsste ich mich ja auskennen. Ich würde mich melden, wenn ich plötzlich nicht, keine Ahnung, ich komme nicht rein. So, oder irgendeine Funktion geht nicht. Oder keine Ahnung. Aber was sind denn so täglich? Hast du da irgendein Beispiel, für was die so fragen? Ja, na, ich komme nicht rein. Das in der Tat haben wir schon gelöst. Du kannst dein Passwort mittlerweile zurücksetzen, wenn du deine E-Mail-Adresse sauber im Mitglied hinterlegt hast, im Mitarbeiter hinterlegt hast. Auch das ist zum Beispiel ein Thema. Nutzen vielleicht nicht alle. Das heißt, das selber zurücksetzen, das Passwort klappt nicht und du musst dann doch den Weg über den Support nehmen, was natürlich in der Frühschicht manchmal blöd sein kann, wenn du gerade den Laden aufgeschlossen hast. Die Leute stehen vorm Drehkreuz und du kriegst die Technik nicht hochgefahren. Ja. Es ist wirklich sehr viel querbeet. Es sind viele, würde ich sagen, wirklich so Basics. Ich lege gerade einen neuen Tarif an. Ich habe mir eine Aktion überlegt. Ich will den jetzt irgendwie monatlich kündbar gestalten. Was muss ich denn da dafür machen? Also im Endeffekt, wenn du dich mit der Software auskennst, fragen die, wenn du dich auskennen würdest, obsolet wären. Ja,
Ja, also es würden sehr, 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 sehr viele Anfragen, wenn das Grund-Know-how da wäre, entfallen. Es sind natürlich auch manchmal detaillierte Fragen, aber es sind manchmal auch unternehmerische Fragen. Also auch wenn ich jetzt mal, also ich will jetzt gar niemanden angreifen, aber wie viele Unternehmer nicht verstehen, dass ein Cashflow und ein Umsatz und voneinander getrennte Dinge sind. Das ist halt schon schwierig, ne? Also oh Gott! Die wundern sich manchmal, dass, also das kommt halt auch oft vor, dass das wirklich auch so finanzielle Fragen sind. Ich habe doch in meinem Zahllauf Summe X eingezogen, aber mein Umsatz sagt Summe Y. Wo kommt das jetzt her? Na, und dann fängst du an, ihm zu erklären, dass er auf Einzelbuchungsebene halt mal schauen muss, was da noch so alles mit reinspielt, und das Ding ist. Weil ich das sogar noch okay finde. Das finde ich sogar noch okay. Genau, ich finde, das wäre jetzt so eine konkrete Frage, wo man wirklich auch mal sagen kann, so okay, das ist jetzt, da kann man schon ruhig mal anfragen. Das stimmt schon. Was aber Tarife anlegen angeht zum Beispiel, das ist auch ein Thema, womit wir natürlich tagtäglich beschäftigt sind. Auch das, ich sag mal so, wenn du das erste oder zweite Mal machst, ja, ne, kann sein, dass du einfach, aber wenn du ein, zwei Jahre im Business mit der Magic Line bist, wie viele es sind, und gefühlt jedes Mal immer wieder nicht, also das ist halt einfach, dann beschäftige dich mehr damit. Das sind so Sachen, wo ich sage, so okay, das muss einfach irgendwann sitzen. Ja, aber bitte, sorry. Ach so, nee, es ist halt wirklich so, es sind manchmal auch Detailfragen und die haben auch ihre Berechtigung, es sind manchmal Dinge, die vielleicht auch vermisst werden, aber ein Großteil ist wirklich darauf zurückzuführen, dass sich halt der Bereich, also vielleicht will man einen Bereich gerade neu aufbauen und ist sich unsicher, das finde ich halt auch legitim, aber wie gesagt, da bieten wir halt genau diese schnelle Hilfe. Ja, und manchmal sind es halt eben wirklich so Detaildinge. Aber es sind manchmal auch sehr, sehr skurrile Anfragen. Also wie gesagt, Leute, die irgendwie Beitragsanpassungen über 10, 15 Jahre machen wollen und sich dann vielleicht ärgern, dass sie eine Beitragsanpassung, die sie halt wiederkehrend gestalten können, die wollen sie individuell Jahr für Jahr für Jahr neu gestalten. Im ersten Jahr 1 Euro, im nächsten Jahr 2 Euro, im nächsten Jahr 3 Euro. Also wo du dann schon sagst, okay, das kannst du jetzt über einen Workaround lösen, musst du aber wirklich alle x Jahre sagen, jetzt individuell, die sich dann daran entstören. Und Martin, das ist aber genau das, was ich meine, ja. wo ihr als Software auch nicht in die Verantwortung gezogen werden könnt, finde ich. Weil ist das unternehmerisch wirklich so sinnvoll, nur weil du jetzt auf deiner Serviette dieses Konstrukt aus der Hölle überlegt hast, kannst du doch nicht davon ausgehen, dass eine Software sagt, ja klar, an diesen Case haben wir natürlich gedacht. Das ist halt einfach. Lass uns bitte, wir müssen wieder zurück aufs Skript, weil sonst werden wir hier noch die nächsten 3 Stunden sitzen, sehe ich gerade. Okay. Also, finde ich super, dass du das jetzt auch tatsächlich uns so ein bisschen hinter den Kulissen auch erklärt hast, wie es manchmal auch zu etwas längeren Wartezeiten kommt. Und das, ich meine, als ob, ich hab gestern genau das gleiche Thema gehabt, da hat ein Kunde zu mir gesagt, ja, also für uns ist Geschwindigkeit immer noch wichtig. Also bei uns wartet man ungefähr, wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt eine neue Kampagne, wartet man ungefähr 2 Wochen, bis alles wirklich fertig ist und spätestens nach 2, 3 Wochen ist das online, ne? So. Und da echauffieren sich manchmal Leute, warum dauert das denn so lange? So. Habe ich gestern auch zu einem Kunden, der sagt so, ja, Geschwindigkeit ist wichtig und deswegen, das müsste schnell gemacht werden. Da habe ich gesagt, ja, als wir 5 Kunden hatten, waren wir auch schneller. Was soll ich dir denn sagen? Ne? Also im Endeffekt, man ist doch selber Unternehmer und braucht ein bisschen so das logische Verständnis dahinter. Und dazu kommt weißt jetzt du, eine wobei, Sache. Da möchte ich aber noch eine Sache dazu sagen, Alex. Das finde ich jetzt wichtig, noch an der Stelle zu ergänzen. Die Komplexität, und das ist das, was du am Anfang gesagt hast, Alex, die Komplexität und das, was die Fitnessbranche mittlerweile an Anforderungen hat, ist halt auch mittlerweile eine andere. Also, dass Dinge einfach komplexer sind und länger dauern, finde ich einfach aufgrund der Tatsache, was wir hier in der Branche, vor allem in der deutschen Fitnessbranche alles haben, das ist schon crazy shit. Ja. Also geh mal irgendwo, also, ne, gerade Martin, ihr kennt euch ja aus, ihr seid ja auch im europäischen Ausland unterwegs. Also was die deutschen Fitnessstudios alles können und auch den Kunden anbieten an Services und an drumherum und wie einfach alles geht, das ist schon krass. Und dann muss man halt einfach sagen, dann dauern halt Dinge ein bisschen länger. Wenn du halt State of the Art sein willst, kannst du nicht erwarten, dass von heute auf morgen einfach alles immer angepasst werden kann. Das ist halt einfach ein Kompromiss, mit dem man dann leben muss.
Deswegen halten wir das auch mal so fest, haben wir besprochen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und ich möchte jetzt vorab etwas sagen. Ich sage es frei heraus, ihr hattet vor kurzem eine Preiserhöhung. Ich möchte auch jetzt aufgrund von zeitlichen Sachen da großartig nicht viel darüber jetzt sprechen, weil sonst wird es echt knapp. Eigentlich hatte ich mir ein bisschen mehr vorgenommen, aber wird knapp. So, aber trotzdem möchte ich das nicht komplett einfach wegdiskutieren oder einfach ignorieren. Ich möchte vorab etwas sagen, und das ist die Meinung von Tim und mir. Ist ja schön, dass man damals für 100 Euro, für 250 Euro, was weiß ich, wie eure Tarife ganz am Anfang waren. Ich kann mich noch an lächerliche Preise am Anfang erinnern. Ja. Ist ja schön, dass du irgendwie 150 Euro bezahlst für eine Software oder bezahlt hast für eine Software, die dein komplettes Studio verwaltet. So, ist ja schön, dass du das irgendwann mal hattest. Mittlerweile ist aber auch klar, und hier muss man an der Stelle auch sagen, in vielerlei Hinsicht wird mit zweierlei Maß gemessen. Ne? So, natürlich verändert sich ökonomisch und betriebswirtschaftlich verändern sich Dinge und die Preise wurden ja bei euch angepasst. So, ich finde es immer, und das sage ich offen und ehrlich hier, ich finde es immer noch zu günstig. Gott, die werden mich lynchen. So, für das, was deine was diese Software alles macht, zahl das bitte und halt die Schnauze. So, das ist erstmal mein Standpunkt an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz können wir sagen, dass genauso wie wenn ein Fitnessstudio seine Beiträge erhöht, da vielleicht der ein oder andere Kunde ist, der sich dann denkt, finde ich jetzt nicht so cool. Muss man an der Stelle sagen, war wahrscheinlich hier bei euch auch. Aber führ jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen einfach, ohne da groß, wie gesagt, aus zeitlichen Gründen alleine, ohne großartig da jetzt einen Riesenexkurs zu machen. Wie kam es zu der Entscheidung und wie geht's weiter? Ja. Also ich glaube, grundsätzlich ist erstmal cool zu hören, dass ihr dieses Verständnis habt und also dass ein gewisses Produkt auch einen gewissen preislichen Rahmen benötigt. Und das ist auch in der Tat das, was uns auch wirklich viele Kunden widerspiegeln. Also es gibt nicht nur die Seite derer, die sagen, das geht alles so nicht, sondern es sind viele, die eben sagen, Mensch, seit Jahren habe ich Glück gehabt und jetzt bin ich eben auf dem Niveau für das Produkt, was ich auch nutze. Hm. Grundsätzlich ist es so, dass wir ja versuchen, bei solchen Sachen die Kommunikation auf jeden Fall fristgerecht zu machen und wirklich allumfassend zu machen. Wir hatten jetzt zuletzt eine große FAQ-Seite aufgebaut. Ich hatte Webinare dazu gegeben. Wir haben Landingpages gebaut, die wir an unsere Kunden verschickt haben, um halt die Beweggründe deutlich zu machen. In dem Fall war es eben strategischer Natur. Und leider Gottes ist es trotzdem so, dass wir natürlich bei dieser großen Menge an Studios nicht jeden Einzelnen so erreichen können, dass er sich vielleicht bestmöglich abgeholt fühlt. Und diese Kritik nehmen wir uns auch wirklich zu Herzen. Unser Marketing-Team versucht wirklich teilweise auf Einzelebene noch Betreiber zu informieren und auch unser Support wurde aufgeschult, um die Hintergründe den einzelnen Betreibern nahezubringen. Aber wie ihr schon sagt, das Produkt, was hat jetzt in den letzten Jahren eben einen Preispunkt bekommen, der dem entspricht, was es eben auch bietet, was auch an Mehrwerten bietet. Ja. Und ich möchte halt auch immer wieder, wenn ich mit Betreibern spreche, ganz klar auf die Vorzüge hinaus. Und wenn man eben wirklich überlegt, dass mit dem, allein zum Beispiel mit der Upsell-Funktion in der App, ich halt einen Mehrvertrag schließen kann, der hat halt den Umsatz, also ein pro Monat, und du hast ja schon die Kosten wieder drauf. Eben. Was kostet der teuerste Tarif? Und gleich kommt nochmal ein richtig krasser Plot. 700, oder? Ich glaube 700 mittlerweile, ja. Müsste ich selber nachgucken. Sorry, jetzt, das hast du, Tim, gar nicht mitbekommen und ich muss jetzt ganz vorsichtig sein. Wir waren mal Anfang des... Nee! Boah, ich weiß gar nicht, wann das war. Wann war die Preiserhöhung, Martin? Naja, es gab jetzt in den letzten Jahren unterschiedliche, zu unterschiedlichen Themen, also von daher, ja. Ja, auf jeden Fall weiß ich, da war irgendwas und wir waren bei einem Kunden, mit dem wir, mit einem potenziellen Kunden, mit dem wir gesprochen hatten,
der sich extremst über die kommende Situation aufgeregt hat. Er hatte das bereits angekündigt und so weiter. Und er hat sich richtig krass darüber aufgeregt. So. Und also hat er, und die machen das und die machen das und dann machen sie das und dann sind die nie das. Und dann hat sich komplett in Rage geredet. So. Und wir sind dann immer so, ja, versuchen natürlich diplomatisch irgendwie zu bleiben. Und dann hatten wir einen Termin und dann war Tim noch mit der Marketingabteilung im Termin und ich bin kurz auf Toilette gegangen und habe gehört, wie er mit seiner Buchhaltung gequatscht hat und hat gesagt, hier, aber den Lambo machst du über die Holding, ne? Die müssen wir über die Holding machen, ne? Der darf da nicht in die Gesellschaft, den müssen wir über die Holding machen. Und ich denke mir, du fährst einen Lambo und weißt nicht, in welcher Firma der ist, musst ihn hin und her schieben, damit das Finanzamt nicht klopft und regst dich über keine Ahnung wie viele Hunderte von Euro aus für eine Software, die du brauchst. Alex, aber jetzt muss man wirklich sagen, also gerade wenn du es geschäftlich so geschafft hast, dass du einen Lambo fährst, bist du natürlich, und das muss ich jetzt wirklich sagen, da bist du genauso preissensitiv. Du hinterfragst auch jede Software, die ich anbinde an unsere Systeme. Was mir aber fehlt, was mir wirklich in dem Kontext fehlt, ist genau dieses Thema. Schau mal, das kostet jetzt vielleicht, von mir aus kostet es auch 300 Euro mehr als vorher, aber mit welchem Aufwand oder mit welchem Feature, was mir dann zur Verfügung gestellt wird, habe ich das wieder drin. Und da finde ich die Diskussion einfach, also indiskutabel. Die Magic Line liefert einen solchen Mehrwert, dass ihr noch einige Preiserhöhungen drin habt, als dass es dann irgendwann kritisch werden würde. Wäre das irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, das ist hier, ne, also da wird nichts mehr geliefert, da wird jetzt nur noch die Kuh gemelkt. Also, du weißt, Martin, wir sind hier die Ersten, die in der Branche unsere Fresse aufmachen. Ja. Aber um ehrlich zu sein, an dem Punkt lasse ich keine Diskussion zu. Was ich mir wünschen würde in dem Preismodell, das sage ich aber auch ganz offen, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, ist, dass man, wenn man sich schon für die höchste Version entscheidet, dann aber auch keine Limitierungen mehr hat und dann zum Beispiel sagt, ne, ganz klar das Beispiel Fair Integration, Point. Dass man Fair dann Point. Sagt, ja. Ey, dann hat man so viele man möchte. So, Fairpoint, ich muss ganz kurz verteidigen. Finde ich ein Fairpoint, aber auch du, genau, das ist das, was aber beispielsweise vielleicht uns auszeichnet. Ich suche gerade in unserem Verlauf, da waren irgendwelche 300 Euro für irgendeine Software, habe ich gefragt, Digga, was ist das? Ist ein Plugin für die Homepages, brauchen wir. Habe ich was? Alles klar, brauchen wir. Punkt. Ne? Deswegen, da müssen die Leute auch mal, ey, wenn du was brauchst, dann brauchst du es. Halt die Schnauze. Ja, also wie gesagt, ich bin, und ich glaube, das haben wir auch ausführlich besprochen, es sind so viele Mehrwerte dort. Ich hatte einen Berater, mit dem ich letztens gesprochen habe, der halt einfach sagt, wenn du permanent den Ferrari in der Garage hast, aber fährst wie ein VW Polo, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ja gut, ich gehe das mit, aber wie ihr schon gesagt habt, wir wollen die Technologie weitertreiben, wir wollen die Branche mit einer zukunftssicheren Lösung für die nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre bespielen und wir sind trotz vielleicht vermeintbar der Größe weiter hungrig, digital die Branche besser zu machen. Definitiv. Und das haben wir 2014 angetreten und das wollen wir auch weitermachen. Also wir werden trotz des Wachstums nicht langsamer werden, wir wollen noch schneller werden und wir wollen, und wenn du das Thema Open API oder Partnerintegration besprichst gerade, das ist etwas, das muss permanent gewartet werden, das muss sich erweitern, das muss mehr Schnittstellen bieten und diese technologische Entwicklung funktioniert natürlich nicht mit einem Preisrahmen, der dem nicht mehr hinterherkommt. Und diese Mehrwerte, die kommen halt permanent. Bei uns gibt es monatlich Updates. Das haben wir wir hatten es mal sogar wöchentlich. Wir haben das auf monatlich umgestellt. Ja, jeder Mittwoch, oder? Jeder Mittwoch, genau. Ja, okay, das war crazy. Das war wirklich crazy. Monatlich, weil einfach die Adaption, also du stellst was live und Studios nutzen es auch, weil die Studios damit nicht hinterhergekommen sind. Das war einfach zu viel. Und ich glaube, so viele Möglichkeiten, die wir bauen, die natürlich sich bestmöglich immer daran orientieren, Kunden nutzen, also in dem Fall für die Studios zu schaffen, aber vielleicht auch auf der MySport-Seite natürlich für die B2C, also für die Kunden derer Studios, die eben ein Produkt nutzen, was State of the Art ist, was einfach funktioniert. Also ich hatte
kleine Anekdote. Ich hatte mal mit jemandem gesprochen, der hat mir gesagt, bei seiner vorherigen Software, der musste das im Studio den Rechner über Nacht immer anlassen, damit die Kunden auch Termine buchen konnten. Wenn der, wenn der PC im Studio aus war, war nichts mehr mit Terminen buchen, bis der wieder am nächsten Morgen angemacht wurde. Und damit sowas einfach funktioniert. Oh, und da reden wir über bares Geld, da geht es um Interessenten, da geht es um Mitglieder. Na, ja. Wie gesagt, eine Mitgliedschaft refinanziert das Ganze und das man sollte drüber nachdenken, wie man das schafft, das rauszuholen. Und die Software kann das, das wissen wir. Das ist so, ja. Das tut so weh. Oh Gott, wie das weh tut. Okay, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Deswegen, ich meine, du hast schon extrem viel Ausblicke ja auch die ganze Zeit eigentlich in die Zukunft gegeben. Ich fand das, was du gerade gesagt hast, dass ihr wirklich vorhabt, die Fitnessstudios wirklich auch die nächsten Jahrzehnte zu betreuen und dort halt immer technisch gesehen, digital gesehen, State of the Art zu sein, finde ich mega. Gibt es irgendwas, was... bitte lass uns noch ein paar coole Features, die wir entwickeln können, sonst wäre doof. Sehr gut. Meine Frage wäre, gibt es da in der nächsten Zeit irgendwas, was kommt, was wir so schon mal jetzt hier so anteasern können für unsere Zuhörer? Ja. Also klar, also ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass dadurch, dass wir ja eine gewisse Marktabdeckung im deutschsprachigen Raum geschaffen haben, dass unser Fokus unternehmerisch natürlich jetzt auch international, internationaler Natur ist. Wir haben ja jetzt zuletzt auch Perfect Gym in unserer Unternehmensgruppe quasi mit übernommen. Das heißt, wir sind gerade natürlich in einem Prozess, wo wir auch ein sehr etabliertes System mit was in 44 Ländern der Welt genutzt wurden. Was? Natürlich auch featureseitig uns angucken, versuchen, natürlich gewisse Sachen, die wir vielleicht in unserem System so noch nicht hatten, zu schließen. Und auch dadurch wird so ein System wieder besser natürlich. Ne? Und auch neue Märkte bringen nochmal neuen Input. Das ganze Thema, ja, Großbritannien hat viele große Anlagen, ihr wisst das auch gut, ne, mit Schwimmbädern dran und so weiter. Das heißt, da sind andere Buchungssachen, da ist viel, weiß ich, von Kinderkursen bis hin zu sonst was. Das heißt, es wird alles... Es werden auch wirklich in Grundfunktionalitäten Dinge dazukommen, aber wir werden natürlich auch mit unseren Kunden auch die Feinheiten weiterhin schleifen und das vielleicht so, wo wir als Unternehmen hingehen werden und was das aber eben auch am Ende wieder an Nutzen für das einzelne Studio bringen wird. Zum anderen aber muss man natürlich klar darüber sprechen, ist das Buzzword KI in aller Munde. Und das wäre natürlich fatal, wenn ich gerade davon spreche, dass wir technologisch irgendwie die Plattform sein wollen, die nächsten Jahre Lösungen bietet und im Zentrum der Studios stehen soll und wir dieses Thema außen vor lassen. Das machen wir natürlich nicht und das machen wir nicht nur im Kundensupport, sondern das werden wir natürlich auch schauen, wie wir dieses Thema sinnvoll in Prozesse der Software integrieren. Und ja, da dann natürlich auch Lösungen entwickeln, denn man muss natürlich auch sinnvoll schauen, was ist der Use Case. Nur um KI drauf zu schreiben, das macht's nicht, sondern... Das, was jeder macht, meinst du? Einfach nur genau. Also Anwendungsfälle, wo man mit den Modellen, die es jetzt schon gibt, natürlich ganz wertvoll und sinnvoll schon jetzt irgendwie gute Sachen machen kann, ob es nun ist bei der Datenanalyse. Wir haben natürlich unheimlich viele Daten. Das ist super spannend. Wo man das potenzielle Kündiger erkennen oder sowas. Das ist genau, super spannend. Genau, das ganze Thema Retention ist natürlich auch ein großes Thema. Kundenzuführung, da seid ihr natürlich auch absolute Experten. Das ist natürlich auch was wir ein Stück weit auch mit Lösungen verbessern wollen. Denn wir glauben schon daran, dass das natürlich die Kernthemen sind, die wirtschaftlichen Erfolg natürlich, im Studio beeinflussen, wie viele Neumitglieder kriege ich und wie schaffe ich es, meinen Bestand zu halten. Ja. Und das wird spannend. Da werden Dinge kommen in der nächsten Zeit. Und es werden, wie gesagt, auch trotzdem kleinere Verbesserungen sein an jeglichen Stellen, ob es in der Buchhaltung ist, im Termin- und Kursbereich. Also es gibt so viel zu tun. Wie gesagt, 8000 Studios, jeder hat Wünsche. Und es ist eben ein agiler Prozess, wo wir immer wieder prüfen, was ist jetzt wirklich das, was der Stand heute den meisten Studios hilft. Von daher wird es nicht... Ich will auch 8000 Studios haben, Tim. Ich nicht. Nee. Wir haben jetzt knapp über 600 und
Und es kommt so an den Punkt, ich freue mich, dass wir unser Team jetzt ausbauen, ich freue mich, dass wir intern auch strukturierter sind, aber wenn ich mir vorstelle, also irgendwann. Aber man muss es auch ein bisschen differenzieren. Eine Software, die ja halt schon auch da ist, die man weiterentwickelt, eben, ist ja auch echt was anderes als eben aktive Dienstleistung, ne? So. Absolut. Also irgendwann kann ich mir das vorstellen. Wenn ich mir vorstelle, dass wir jetzt irgendwie in einem Jahr 8000 Studios hätten, dann nicht. Nee, absolut nicht. Nee. Dann nicht. So, dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Martin, vielen lieben Dank, dass du heute hier bei uns warst, so ein bisschen die Historie durchleuchtet hast, uns in die Zukunft geführt hast, auch so ein bisschen natürlich die Fragen, die ich ja vorab auch von einigen Betreibern ja auch eingeholt habe, auch hier beantwortet hast. Vielen lieben Dank dafür. Danke, ja. Mega Spaß gemacht. Ansonsten verlinken wir alles Weitere tatsächlich. Ich muss ja jetzt 48 Unternehmen in unseren Shownotes verlinken, weil ihr ja da wirklich echt an Unternehmen beim Notar gespart habt anscheinend. So, ich habe schon hier alles aufgeschrieben. Fitnessbedarf, Finien, alter Schwede, Alter. Findet ihr alles in der Shownotes, aber ich glaube, wir müssen niemandem erklären, wer die Magic Line ist. Ansonsten vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke euch. Auf jeden Fall. Und ja, das war's von uns und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Muss ich jetzt den Call to Action machen mit bitte bewertet unseren Podcast mit 5 Sternen? Hast du das jetzt auf mich abgewälzt, das Thema? Ja. Der Daumen hoch, ne? Daumen hoch. dann mach doch. Habe ich doch gerade. Bewertet mal den Podcast mit 5 Sternen, bitte. Danke. Mein Hund muss was zu essen kriegen. Danke, sonst werde ich mir. Danke. Tschüss. Das war's mal wieder mit Abschrift. Wir hoffen, es hat dir gefallen und würden uns über ein positives Feedback oder Like freuen. Solltest du uns noch nicht folgen, dann lass uns gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.